Yo, was geht, Leute? Mein Name ist Danny Jess und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Roblox. Und hier sind wir, Leute. Wir sind zurück bei einem neuen Squid Game Spiel in Roblox. Ja, es gibt wieder ein neues. Das ist wieder komplett anders als die anderen, aber das ist ziemlich episch, denn ich glaube, hier gibt's fast 6 Spiele. Es gibt 5 Spiele, glaube ich. Und wir versuchen alle zu überleben. Und die Frage ist, können wir es schaffen? Können wir zum Schluss überleben? Das ist die Frage. Das werden wir sehen. Schaut auf, du kannst mit dir das Handy kommen. Tickets, Views und alles kostenlos. Und sagen wir, wenn das Video 1500 Likes bekommt, lade ich das nächste Video hoch. Und ich warte auch gerne kurz. Na gut, Leute, lass uns spielen und lass uns hier reingehen. Hier müssen wir nämlich reingehen. Das ist, wie gesagt, das Zimmer von Squid Game. Das solltet ihr alle kennen. Und hier kann man auch einfach hochklettern. Zieht euch mal rein, was ziemlich episch ist. Also, das Ding ist, bei dem Spiel, ich habe es schon mal kurz gespielt, da ist es so, dass es quasi sehr oft dunkel wird und dass sich jeder töten kann, okay? Also, hier geht es richtig zur Sache. Und ihr könnt auch schon sehen, hier sind sehr viele Leute, die sich alle hassen. Weil ich meine, jeder will, warte mal. Wo ist das Geld? Theoretisch ist da eine Geldkugel, weil hier geht es darum, dass der Gewinner, die letzte Person, die überlebt, bekommt das ganze Geld. Und ja, deswegen lass uns reingehen und einfach mal gucken. Und hier sammeln sich schon ziemlich viele Leute. Das erste Spiel kennen wir alle, aber das Ding ist, die Spiele sind bei jedem Roblox-Spiel, was um Squid Game handelt, alle anders, okay? Also die Minispiele sind hier ganz anders als bei anderen, okay? Was auf jeden Fall ziemlich episch ist und wie gesagt, unser Ziel ist es, das Preisgeld zu gewinnen, denn der Gewinner, der bei den tödlichen Kinderspielen gewinnt. Ihr solltet alle Squid Game normalerweise kennen, denke ich. Oder die meisten von euch, wer es nicht kennt, sollte es schauen. Außer du bist wahrscheinlich zu jung, dann könnte es vielleicht ein bisschen zu brutal sein. Aber ja, es geht halt darum, dass die Kinderspiele spielen und wenn du das Kinderspiel verlierst, dann wirst du einfach getötet, okay? Ganz einfach. Wenn du allerdings zum Schluss gewinnst, dann bekommst du das komplette Preisgeld von einer Menge Milliarden Euro, okay? Okay, wir müssen noch eine Minute warten, das werden wir jetzt tun und dann hoffen wir einfach mal, dass wir gewinnen werden. Und hier sind wir auch schon beim ersten Spiel, Leute. Das solltet ihr alle kennen, das ist grünes Licht, rotes Licht. Wenn die Figur da vorne sich umdreht mit dem Kopf und wir uns bewegen, werden wir sofort erschossen. Wenn sie wegschaut und sie sinkt, dann werden wir überleben. Und ich kenne gute Strategien hier. Und hier gibt es auch einen Text. Willkommen zu Squid Game. Okay, das erste Spiel. Das ist das erste Spiel. Das ist das erste der Spiele. Rotes Licht, grünes Licht. Okay, wenn du es zur anderen Seite schaffst, bist du sicher. Also wir müssen es zur anderen Seite schaffen, ohne getötet zu werden. Okay, wenn wir getötet werden, dann... Und jetzt sinkt sie. Und jetzt, pass auf, bei der Ta. Immer wenn sie Ta sagt, dreht sie ihren Kopf, wie ihr seht. Könnt ihr das mal rein, dreht ihren Kopf. Und jetzt sinkt sie wieder. Bisschen schneller. Ta. Seht ihr das? Immer wenn sie dies Ta sagt, das ist der Trick. Und das Ding ist, andere Leute sterben. Seht ihr das? Weil die es bewegt haben, zum falschen Zeitpunkt. Ta. Okay, nice. Und ein paar Leute sterben, weil die sich immer bewegen. Grünes Licht. Ta. Also, dieses Ta, ein paar Leute wissen es vielleicht nicht. Aber bei diesem Ta sollte man immer anhalten. Ist nicht das einfach. Ta. Seht ihr? Ich habe nicht mal hingeschaut, okay? Also, so funktioniert das. Und jetzt versuchen wir ganz zum Schluss zu kommen. Und Ta. Wir müssen auch vorsichtig sein. Ein Fehler und das war's, okay? Viele sind gestorben auf jeden Fall. Ta. Okay, nice, okay, nice. Wir haben noch 130 Sekunden, was eine Menge Zeit ist auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Wir sollten es gleich geschafft haben. Wir sind zwar nicht Erster, aber hier wird man nicht belohnt, wenn man Erster wird, sondern wer zum Schluss überlebt. Und der eine wurde gerade getötet. Ta. Wir sollten nicht so gierig werden, Leute. Ach du Kacke, wie komisch die aussieht. No. Wir haben es geschafft, okay. Also, wie ihr sehen könnt, das ist verdammt gruselig. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich nochmal hier reingehe, aber ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Aber ja, so sieht es quasi aus und die anderen wollen es auch noch schaffen. Lass uns mal sehen, ob jemand erschossen wird. Okay, die sind sehr langsam auf jeden Fall. Und? Und? Oh, wurde jemand erschossen? Hallo? Jemand wurde erschossen, glaube ich. Alter, die hinten sind ja auch mega langsam, ne? Zieh das mal rein. Und? Ah, man kann hier übrigens schubsen. Wir hätten doch jemand schubsen können. Zieh das mal rein. Warte. Warte, warte. Hallo? Seht ihr das? Wir hätten jemand schubsen können, sodass die Person quasi runterfällt, okay? Das kann man hier kostenlos tun, was ziemlich gemein ist auf jeden Fall. Aber gut, 50 Sekunden noch. Die anderen werden es auch noch probieren. Hoffentlich werden sie es schaffen. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Ich meine, je weniger wir sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir überleben werden. Okay, wir haben es geschafft. Willkommen bei der Sugar Honeycomb, was immer das sein soll. Wir müssen den Cookie hier schneiden, okay? Also wir bekommen eine Form und wir müssen ihn schneiden. Bei dem Spiel ist es sogar relativ einfach. Gehe ich mal von aus. Also ich habe schon einmal gespielt und da habe ich herausgefunden, okay, das ist sogar relativ einfach. Wir haben jetzt die Form und müssen mit dem Stick hier den Cookie schneiden. Wenn er zerbricht, werden wir sofort getötet. Der Cookie muss am Leben bleiben. Da könnt ihr auch sehen, andere Leute haben schon Fehler gemacht, wir allerdings nicht. Das Ding ist, wir haben hier nicht allzu viel Zeit, okay? Von den ganzen Formen gibt es hier 4 Stück. Kreis, Dreieck, Stern und Ringschirm. Ringschirm ist natürlich am schwersten. Und der Typ hat einen Kreis. Lass mal sehen, ob es der hinbekommt. Ich glaube, er hat es hinbekommen, weil er nicht getötet wurde. Oh, da wurde jemand wieder getötet. Okay, hier. Der hat verkackt. Habt ihr es gesehen? Er hat verkackt beim Stein. Ich weiß nicht, wie man das verkacken kann hier, ehrlich gesagt. Es sieht sehr einfach aus, meines Erachtens nach. Aber anscheinend kann man verkacken.
Ja, sternwortwürdige Leute. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber das passiert, okay? Wir haben es aber geschafft, unseren Cookie heile zu halten. Und ganz ehrlich, dieses Spiel ist im echten Leben sehr schwer. Habt ihr es mal probiert, den Cookie rauszuschneiden, ohne irgendwas kaputt zu machen? Und jetzt wird's crazy, Leute, weil jetzt kommt Dunkelheit. Und ihr wisst, was es heißt. Hoffentlich wisst ihr, was es heißt. Das bedeutet quasi, dass wir jetzt überleben müssen, denn jetzt, in dieser Dunkelheit, das gehört auch zum Spiel dazu. Jeder bekommt einen Baseballschläger oder eine Glasflasche oder wie auch immer. Und jetzt gehen die Lichter aus und wir können uns töten. Gute Nacht, süße Träume, okay? Wir können quasi andere Leute töten, damit wir weniger Konkurrenten haben. Das können wir einfach so tun. Wir dürfen das, okay? Es gehört zum Spiel dazu. Das ist halt das Gestörte. Jetzt müssen wir für die nächsten 110 Sekunden überleben. Oh, ich habe vergessen, euch zu sagen. Ihr bekommt Baseballschläger für Abwehr. Nicht nur für Abwehr, sondern auch für Schlagen. Wir können damit Leute töten und wir können uns verteidigen damit. Das ist unsere Entscheidung. Ich persönlich bin erstmal der Fan davon, dass wir uns erstmal verteidigen. Das wäre auf jeden Fall deutlich schlauer. Aber ja, mögen die Stärksten überleben. Hier überleben wirklich die Stärksten. Das ist tatsächlich ein Fakt. Aber ja, jetzt werden wir es erwarten, Leute. Und versuchen irgendwie zu überleben. Okay, lass mal sehen. Da hinten werden sich schon ein paar Leute töten. Wir werden mal schlau bleiben. Wir werden erstmal hier chillen, okay? Wir werden ganz entspannt hier bleiben, okay? Und nichts machen. Lass mal sehen, ob jemand hochkommen will zu mir. Ich meine, das ist ziemlich dumm, weil wenn eine Person zu mir hochkommt, ist es quasi ein 1 gegen 1. Also, ich habe auch noch volles Leben. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn mich immer tötet, ohne dass ich ihn töte, ist sehr gering für ihn, weil ich wahrscheinlich der beste Rollenspieler bin, okay? Also, ja, die anderen, die chillen hier erstmal und versuchen, sich gegenseitig zu töten. Manche rennen da auch einfach lang, aber das ist sehr risikohaft, weil die Leute sind ziemlich blutdürstig hier auf jeden Fall. Deswegen wollen wir dann nicht mitmachen. So, noch 15 Sekunden. Können wir die 15 Sekunden überleben? Ich meine, es sieht sehr gut aus. Ich denke, wir sollten es auf jeden Fall überleben. Oh nein! Der eine attackiert mich. Der eine versucht mich zu attackieren. Scheiße. Er hat versucht mich zu attackieren. Er hat mir sogar ein bisschen Schaden hinzugefügt. Nicht viel, aber. Nicht viel, aber er hat. Oh, er hat es probiert. Oh, da ist jemand. Warte mal. Können wir den schlagen? Komm schon. Attackieren. Nice. Oh mein Gott, er kommt. Warte. Lass abhauen. Ihr sehen könnt, es war nicht 100% sicher. Er ist zu mir gekommen, hat mich attackiert. Also, und die eine ist tot, weil sie einfach nicht aufmerksam war. Also, ihr könnt ihr niemand vertrauen, okay? Ihr kommt hierher mit eurer Ehefrau, ihr könnt ihr nicht vertrauen, weil sie wird euch vielleicht erschlagen, damit sie die höhere Wahrscheinlichkeit hat auf das Geld, okay? Ich hoffe, jeder hatte eine erholsame Nacht. Wie ihr wissen müsst, wenn jemand mit seiner Ehefrau hierher kommt, nur eine Person kann gewinnen, der Rest ist tot. Das ist das Risiko. Hier, dieses Versteck ist auch ganz gut, hier kommt man sehr schwer hin, auf jeden Fall, glaube ich. Ja, okay, aber das haben wir überlebt jetzt. Es war ziemlich crazy, weil der Typ war schon ziemlich krass, aber gut, machen wir weiter, Tau ziehen. Hier geht es darum, dass wir ziehen und derjenige, der verliert, fällt runter in die Tiefe und stirbt. Okay? Ganz einfach. Wir müssen hier ganz schnell klicken, so schnell es geht. Also, am besten hätte ich einen Autoklicker, aber da hinten sieht es aus, als wären das eine Menge Leute. Deswegen, das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Ich drücke jetzt einfach so schnell, wie es geht. Ich will nicht mal hinschauen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, wir sind am Verlieren. Ja, wir sind leider am Verlieren. Leider. Ja, wir sind am Verlieren. Wir sind am Verlieren. Mein Team ist schlechter als das gegnerische Team, leider. Das ist das Problem. Also, die drücken sehr, sehr langsam, leider. Und wir sind runtergefallen und sind gestorben. Nun, bei dem Spiel ist es allerdings so, dass wir Robux zahlen können, um zu respawnen. Wir können natürlich auch zuschauen, aber wir zahlen 30 Robux und werden jetzt im nächsten Spiel wieder gespawnt, wodurch wir noch eine Chance haben. Natürlich kann man das nicht tun, okay? Aber ihr kennt ja die Power der Robux, die ist grenzenlos. Außerdem war das ein Glücksspiel, wo es quasi um Teams geht. Also, das ist quasi das Ding, okay? Es war ein absolutes Glücksspiel. Und ja, ganz genau. Deswegen machen wir jetzt hier weiter. So, hier geht es darum, dass eine Seite funktioniert, die andere Seite nicht. Okay, erstmal fangen wir bei der linken an, dann gehen wir zur rechten. Dann gehen wir wieder zur linken, das ist anscheinend richtig. Dann gehen wir hier wieder hin. Das Ding ist, hier kann man anscheinend sehr schnell springen und dann kann man einfach sehen, was... Also hier ist es so ein bisschen verbuggt, okay? Also hier kann man irgendwie immer überleben. Man kann hier einfach komplett lang springen, das würde gehen. Aber ich werde das erwarten, weil ich hoffe einfach, dass die anderen... Okay, wir haben 45 Sekunden nur Zeit. Also jemand muss jetzt hier lang gehen, ansonsten werden wir alle sterben, Leute. Ich wollte es nur sagen, okay? Okay, die nächste springt. Oh, okay, sehr gut. Perfekt. Seht ihr, das kann man machen. Sie ist nach vorne gesprungen und dann zurückgesprungen. Okay, das Glas ist richtig. Sehr schön. Also, wenn jemand Skill hat... Okay, warte, wie viele Sekunden haben wir noch? 28. Okay, wir können da lang. Sie hat das Glas berührt. Wir können da lang. Okay, nächstes. Okay, das ist ein Fehler. Warte, wie viel Zeit haben wir noch? 90 Sekunden, okay. 90 Sekunden, wir können da lang. Wir können da lang gehen. Weiter geht's. Wir können da lang gehen. Sie ist tot. 30 Sekunden nur noch. Okay, ich probiere es auch mal so und so. Okay, das ist richtig. Das ist richtig. So, so und so. Und wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Oh mein Gott. Und drei Leute sind noch am Leben. Oh mein Gott. Das war crazy. Sieht aus, ob alle Spieler das Ziel erreicht haben oder disqualifiziert wurden. Das ist die Regel hier. Man kann entweder das Ziel erreichen oder komplett disqualifiziert werden. Eine Sache nur, okay?
Aber gut, dieses Spiel haben wir ebenfalls geschafft und jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir wieder bei der nächsten Nacht und hier müssen wir wieder überleben. Das ist das Ziel, okay? Und ich werde mal diesmal hier reingehen, weil ich habe das Gefühl, hier könnte man relativ sicher sein. Seht ihr das? Hier kommt man gar nicht so leicht hin. Die Leute werden nicht wissen, wie sie hier reinkommen, okay? Aber gut, wir bekommen wieder Baseballschläge und jetzt geht's wieder los, okay? 90 Sekunden müssen wir diesmal überleben. Das ist jetzt die zweite Nacht. In der Serie gab es, glaube ich, nur eine Nacht. Obwohl, nee, es gab ja auch zwei Nächte. Aber in der ersten Nacht war das, Spoiler, war das sehr, sehr krass auf jeden Fall. Also da hat sich jeder getötet. Wir haben leider gerade keinen Baseballschläger. Ich weiß nicht, jetzt haben wir den Baseballschläger, okay. Und jetzt sind wir nur noch drei Leute, okay? Also jetzt quasi ins Gefecht zu gehen, wäre ziemlich dumm. Wir werden das mal warten. Und uns entspannen auf jeden Fall. Das sollte deutlich, deutlich besser sein. Also, ja, lass uns das mal ein bisschen chillen. Und, lass uns mal gucken, wo die anderen Leute sind. Es wird manchmal sehr, sehr dunkel auf jeden Fall. Was ziemlich crazy auf jeden Fall ist. Aber gut, irgendwelche Leute hier? Ich sehe gerade keine. Okay, dann warten wir erstmal. Ganz entspannt. Wir müssen 50 Sekunden überleben. Ich meine, keiner wird uns was tun. Okay, logischerweise, weil, ich meine, kommt schon, Leute. Wir sind nur noch drei Leute, oder? Ja, wir sind nur noch drei Leute. Und das liest sich an. Wir haben überlebt. Ich hoffe, jeder hatte eine erholsame Nacht. Naja, ich habe gar nicht geschlafen, logischerweise, weil man weiß ja nie. Jeder hätte jederzeit herkommen können. Wacht auf. Ihr seid bereit. Seid ihr bereit fürs nächste Spiel? Ich bin bereit fürs nächste Spiel. Und das ist jetzt das Spiel. Das ist das Murmelspiel. Das ist ein absolutes Zufallsspiel, okay? Okay, die Regeln werden jetzt beschrieben. Willkommen zu unserem nächsten Spiel, Murmeln. In diesem Spiel wirst du versuchen zu erraten, ob die Zahl der Murmel gerade oder ungerade ist. Und es geht in diesem Spiel bis 10. Das heißt, es ist absolut Zufall. Wenn du falsch errätst, wirst du zwei Murmeln verlieren. Rätst du jedoch richtig, bekommst du eine Murmel. Also, wenn dir die Murmel ausgeht, bist du disqualifiziert. Das ist das Ding, also wir müssen richtig liegen, okay? Es gibt 4 Runden, ich schaffe alle Runden durch, um zu gewinnen. Also hier ist es so, dass wenn wir keine Murmel mehr haben, werden wir sofort getötet, okay? Also wir wollen überleben. Dann lass mal sehen. Also, meine Murmeln sind 5. Was ist das erste? Ich sage, das erste wird gerade sein. Ich habe gesagt, es wird eine gerade Zahl. Jetzt werden wir sehen. 4. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, es ist eine gerade Zahl, okay. Wenn wir einen Schuss hören, ist jemand tot. Das zweite wird wieder eine gerade Zahl sein. Wenn wir jetzt richtig liegen, haben wir gewonnen. Wir müssen richtig liegen. Es sind 4 Runden. Bitte, bitte gerade Zahl. Ja! Ja! Gerade Zahl, okay. Das ist sehr gut. Wenn wir noch... Okay, jetzt nehme ich ungerade. Es kam zweimal gerade. Zweimal kam gerade. Oh Gott, Leute, okay. Und jetzt? 4, 3, 2... Okay, ungerade, bitte ungerade. What the hell? Okay, Leute. Wow. Was passiert hier gerade? Okay. Und jetzt nehme ich wieder gerade. Leute... Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist ein absolutes Zufallsspiel. Stell dir mal vor, ich liege jetzt 4-mal richtig. Gerade. Oh! Was? Was ist passiert? Super. Du hast mehr als 0 Murmeln. What the hell? Ich lag überall richtig? Ich bin halt sprachlos. Ich bin halt absolut sprachlos, Leute. Wir haben es geschafft. Oh, haben wir gewonnen? Niemand wurde getötet anscheinend. Was sehr schön ist. Willkommen zurück. Okay. Also, ich glaube, das wird jetzt das Letzte sein. Du kennst den Drill, ja, den kenne ich. Nun, ich glaube, hier werden wir tatsächlich Leute ermorden, weil die haben überlebt, leider. Und ich glaube, es gibt kein weiteres Spiel. Ja, ich glaube, es gibt kein weiteres Spiel. So, Lichter gehen aus. Ich glaube, ich werde die Frau dort töten wollen. Ich glaube, ich werde sie mir mal schnappen, okay? Damit er und ich dir... Ich meine, jetzt gibt es nur noch 3 im Leben. Und ich glaube, hier bei dem Spiel kann man mit mehr Leuten überleben. Gib mir den Baseballschläger. Und gehen wir nach oben, okay? So, ich gehe mal zu ihr jetzt. Und werde sie aber mal töten. Das ist richtig. Ich töte dich. Okay, warte. Sie läuft weg. Ich will sie eliminieren. Wir wollen sie jetzt töten. Komm schon. Das ist richtig. Wir wollen sie ermorden. Wir wollen sie ermorden, weil das Ding ist, sie denkt, sie wäre was Besseres. Das ist das Ding. Und das geht so nicht, okay? So, attackier sie. Töte sie. Sie hat nicht das Geld verdient. Sie hat das Geld nicht verdient. Sie will sich damit um Make-up holen. Warte, wo bin ich? Ich sehe nichts. Gott, es ist dunkel hier. Wo ist sie denn hin? Da ist sie hin. Oh, warte mal. Einer ist tot. Nimm das. Verdammt. Wir haben nicht getroffen. Okay, warte, bam, töte sie, attackier sie, oh, scheiße, ich hab mich erwischt, ah, verdammt, und, oh mein Gott, das ist gar nicht gut, ich weiß nicht, wie viel Leben sie noch hat, das ist gar nicht gut gerade, warte, der eine ist tot, ne, wir sind die einzigen zwei im Leben, töte sie, oh mein Gott, töte sie, attackier sie, nice, ich weiß nicht, ob ich sie treffe oder nicht, warte, ich mach mal so, und attackier sie, bam, komm schon, stirb, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. 12 Sekunden noch. Sie hat kaum Leben mehr. Wir können sie töten. Wir müssen sie noch ein paar Mal treffen. Komm schon. Attackier sie. Dann. Oh, und sie hat überlebt. Okay. Na gut, GG's.
Ich hoffe, jeder hatte eine erholsame Nacht. Nun, wir zählen als Gewinner, sie allerdings auch, okay? Also, wir haben gekämpft, wir haben gekämpft. Wo war der andere? Aber was sind wir, die einzigen zwei Gewinner? Ich glaube nämlich ja. Und wie ihr sehen könnt, wir sind wieder zurück. Das letzte Spiel ist hier noch nicht draußen, das wird wahrscheinlich demnächst rauskommen. Da können wir gerne nochmal eine Folge dazu machen, um zu gucken, wer der wahre Gewinner wird. Aber ja, das war das Squid Game hier in Roblox. Ziemlich episch auf jeden Fall und sehr spannend. Und das bei dem Murmelspiel, das kann ich gar nicht glauben, Leute, dass die ernsthaft da komplett richtig lang bei jedem Einzelnen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 25%? Das ist sehr gering auf jeden Fall, aber wir haben es geschafft. Aber Leute, für mehr davon, lasst oben da, abonnieren kostenlos, aktiviert die Glocke. High Five, Glocke, ja, pst, und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.